Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Ein weiteres Herbstprojekt ist entstanden und dieses Mal etwas ganz anderes, wie ich sonst präsentiere. Ich fand diese Idee mit diesem kleinen Fuchs so goldig, dass ich das unbedingt umsetzen wollte für euch. Es ist leider eine Karte, die man nicht verschicken kann, da der Fuchs wirklich sehr hoch ist, so 3D-mäßig. Aber man kann oder man hat ja viele Gelegenheiten, wo man auch eine Karte einfach so in ein Geschenk mit reinpackt. Wenn man zum Beispiel eine Blume verschenkt oder eine Flasche Wein oder so. Und ich finde, da kann man eben dieses Projekt wirklich super, super umsetzen. Es besteht auch die Möglichkeit, wir haben ja unsere Boxen hier, unsere Geschenkschachteln. Und da könnte man jetzt zum Beispiel dieses Projekt auch als Mattung oben auf diese Box drauf machen und könnte das dann eben so verschenken mit besonderem Effekt. Also das ist auch eine Möglichkeit, rein theoretisch, man könnte jetzt dieses Ganze auch zuklappen, aber ja, der Beschenkte oder derjenige, der die Karte erhält, weiß ja dann nicht, dass er das eben wieder aufdrücken muss und dann ist das alles so ein bisschen dahin, der Effekt mit diesem kleinen Fuchs. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen, entscheidet, ob ihr es nachbasteln wollt. Man könnte es jetzt auch zum Beispiel in einen Bilderrahmen reinkleben zum Beispiel und als Deko für den Herbst auch stehen lassen. Oder als Winterfuchs eben über den Winter, über den gesamten Winter dann auch. Man kann es mit einem Weihnachtspapier nacharbeiten. Ich habe jetzt hier das Kraftpapier verwendet, weil ich finde, das passt jetzt auch so schön zum Herbst. Und ja, wie gesagt, zeige euch jetzt dieses süße Projekt und ihr entscheidet, ob ihr es nachbastelt, wie ihr es nachbastelt, was ihr damit macht. Und bin gespannt. Genau, also was braucht ihr dafür? Zunächst einmal Papier. Wir haben eine Grundkarte in Weiß, die hat die Maße 21 x 14,5 bzw. 8¼ x 5¾ Inch. Ihr braucht dieses Kraftpapier, einmal hier für die Mattung, das hat die Maße 3 Inch x 5¾ Inch bzw. 7,5 x 14,5 cm. Ihr braucht ein Stück für den Fuchs, das hat die Maße 3 x 3 Inch bzw. 7,5 x 7,5 cm. Und dann braucht ihr für die Blätter und eben für hier hinten, für diese weiße Mattung, auch nochmal ein Stück Farbkarton in Weiß, dann braucht ihr für den Spruch ein Stück in Weiß. Ihr braucht ein Reststück in Espresso, um die Akzente hier zu setzen und auch nochmal Kraftpapier. Genau. Dann habe ich verwendet die Stanzformen wunderschöne Blätter. Ich zeige es euch mal. Da habt ihr einmal eben diese große Stanze, die ich hier als Hintergrund verwendet habe und die habt ihr nochmal einzelne Stanzen. Das ist passend. Moment, jetzt muss ich gucken. Zum Set Wunder geschehen. Das ist das passende Stempelset, gibt es auch als Produktpaket. Und da habt ihr dann eben noch zusätzlich hier die Stanzformen für die Blüten und die Zweige und eben auch hier für den Vogel. Ich verwende jetzt aber, wie gesagt, nur die Stanzformen. Und den Spruch, den habe ich aus Freude am Schenken. Das ist hier oben der Herbstgruß. Auch ein schönes Set, wenn man noch nicht so viele Stempelsets hat, wenn man anfängt, weil man eben da auch verschiedene Anlässe dann hat und kann dann eben auch dann die verschiedenen Sprüche oder eben Motive verwenden. Genau. Dann braucht ihr ein Stempelkissen in Espresso. Ich habe noch verwendet die Cordel Basics im Set und die runden Akzente in Mattschwarz, hier für die Nase. Außerdem habe ich mir noch zwei Stifte, Stampin' Write Marker genommen, einmal in Schwarz und einmal in Espresso. Da geht aber auch jeder Filzstift, das ist jetzt nicht wichtig, das sind nur so kleine Details. Genau, dann legen wir los. Und zwar mit dem Fuchs. Das ist ja der eigentliche Eyecatcher auf dieser Karte, möchte ich mal sagen. Und da habt ihr eben ein Quadrat. Je dünner das Papier ist, umso leichter lässt sich dieser Fuchs falten. Also wenn ihr es vielleicht mit Designerpapier lieber probieren wollt, das geht ein bisschen einfacher. Das Kraftpapier ist ja etwas fester, aber es funktioniert genauso gut. Man muss eben langsam arbeiten. Zuallererst legen wir uns das Papier Ecke auf Ecke. Uns die
Falzlinien gut nachknicken. So, dann habt ihr das Dreieck, was so nach oben guckt. Genau, und jetzt drehen wir das Ganze, sodass die Spitze nach unten zeigt und markieren uns hier oben die Mitte. Das könnt ihr machen, indem ihr hier einen kleinen Knick reinmacht. Oder ihr markiert euch das mit einem kleinen Bleistiftstrich. So, um zu verdeutlichen, zeige ich es euch jetzt hier nochmal mit dem Bleistift. Also ihr habt jetzt hier diese Mittelmarkierung. Und jetzt nehmt ihr dieses Dreieck hier rechts und schlagt diese Kante einmal zu dieser Markierung. Ich lege es dafür hin, weil ich muss das jetzt hier gut festhalten. Also einmal vorsichtig umbiegen. Wie gesagt, mit dem Kraftpapier geht es etwas schwieriger, mit dünnem Papier geht es etwas leichter. Wieder gut nachdrücken und die Gegenseite genauso. Einmal nach oben arbeiten. Dann entsteht wie so ein kleiner Drache. Auch hier nochmal gut nachfahren. So, wenn ihr jetzt diesen Flügel hier öffnet, dann entstehen einmal die Ohren und auf der anderen Seite genauso. Hier vorne ist dann die Schnauze und hier hinten ist der Kopf. Und ihr seht, das ist schon so ein bisschen widerspenstig, also es hat immer die Tendenz, so ein bisschen nach innen wieder zuzugehen. Und deswegen kleben wir es uns auf der Karte auch gleich hier außen noch ein bisschen fest, damit eben dann der Kopf schön offen bleibt. Hier vorne die Schnauze, die kleben wir uns mit einem Klebepunkt zu. Dann hält das Ganze auch ein bisschen besser. So. Und hier innen malen wir uns jetzt mit einem Stift die Augen auf. Genau. Und damit die Schnauze hier vorne noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt, klebe ich hier noch so einen mattschwarzen Punkt auf. Das passt perfekt. Ihr könntet jetzt auch mit einem mit Farbkarton einen kleinen Kreis ausstanzen und den dann eben auch aufkleben. Das würde auch funktionieren. Machen wir hier oben den Bleistift auch weg. Das dient ja nur zur Orientierung, dass ihr es seht. Jo, und fertig ist das kleine Fuchsgesicht. Finde ich total süß. Und hat wirklich einen schönen Effekt. Man könnte den jetzt auch aufhängen, an einen Zweig als Deko zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich wollte es ja jetzt auf dieser Karte verarbeiten. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter mit der Karte. Da haben wir eben unsere Basis. Auf das kleben wir uns das größere Stück von dem Kraftpapier. Das könntet ihr jetzt auch nochmal bestempeln oder prägen. Ganz wie ihr möchtet. Ich lasse es jetzt einfach in Natur. Weil ich finde, durch diesen Zweig hier ist auch schon ganz viel auf der Karte los. Aber wie gesagt, das ist ja immer Geschmackssache. Und da guckt ihr einfach, was euch gefällt. Einmal aufkleben. Mittig. So. Und dann habe ich mir die Ranke einmal ausgestanzt. Also da habe ich ja vorhin das große Papier gezeigt. Da legt ihr die Stanzform drauf. Ich zeige es euch nochmal.
Ganz wichtig, ihr braucht dafür eine Stanzmaschine und ihr braucht auch die große Stanzmaschine. In die Mini passt diese große Stanze leider nicht rein. Die kleinen Stanzen schon, das würde passen, diese hier, aber diese große passt leider nicht in die Mini. Genau, und wenn ihr das dann ausgestanzt habt, dann kommt das eben so raus. Und das kleben wir uns jetzt einmal hier so diagonal auf. Und zwar nicht ganz flächig, sondern so, dass es vielleicht nur hier in der Mitte so ein bisschen klebt. Das hat den Vorteil, dass dann eben die Blätter auch nochmal so einen kleinen 3D-Effekt haben und das Ganze wieder dynamischer aussieht. So, bisschen schräg. So, genau, und aus den anderen Stückchen Papier, da habe ich dann mit den kleinen Stanzformen, das sind ja diese hier, habe ich jetzt noch verschiedene Blätter ausgestanzt. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Einmal aus dem Kraftpapier. Ich finde, die sehen auch so wirklich schon schön aus, ne? Diese Formen. Die sind ja Stieleichenblätter, wenn ich es recht weiß. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, so heißen die Blätter. Oder diese Pflanze, der Baum. Und jetzt bei den großen male ich mir jetzt noch so Blattachseln rein. Das müsst ihr nicht machen, es gibt aber einfach nochmal so einen zusätzlichen Effekt. Bei den kleinen spare ich mir das, aber bei den großen sieht das wirklich schön aus. Und das könnt ihr eben auch mit jedem anderen Stift, mit normalen Filzstift oder so machen. Genau. Und die kleben wir uns jetzt einfach hier unten noch mit drunter. In den verschiedenen Farben, dass nochmal so kleine Akzente gesetzt werden. Wie viele Blätter ihr da nehmt, das bleibt euch überlassen. Und wenn ihr diese auch nicht ganz 3D klebt, dann habt ihr eben da auch noch, nicht ganz flächig aufklebt, dann habt ihr da auch nochmal so einen kleinen 3D-Effekt. Ne? Genau. Ein bisschen. So, und oben in die Ecke auch nochmal. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Und jede Karte wird da ein bisschen anders. Das ist ja auch okay. So, das klebe ich jetzt einfach nochmal hier unten dran. Einfach um da noch mal so ein kleines Highlight zu setzen. Dieses Blatt ist jetzt irgendwie über. Das könnte ich jetzt noch hier oben dran bringen. Ich lasse es einfach mal weg. Wenn es genug ist, ist genug. Jetzt stempeln wir uns den Spruch noch auf. Herbstgruß, wie gesagt, da könnten jetzt auch Weihnachtswünsche drauf. Oder ein Geburtstagsgruß. Was dann eben gerade passt, zu welchem Anlass ihr das machen wollt. Und da schneide ich mir jetzt den Spruch ein bisschen aus, ein bisschen wellenförmig. Das ganz gerade hat mir jetzt hier nicht gefallen. Einfach mit der Schere ganz grob ausschneiden. So. Dann nehmen wir die Schnur. Da habt ihr ja verschiedene Farben in diesem Pack. Schwarz, weiß und grau und ich würde sagen, ja, Natur, Vanille pur und dann eben so ein, ja, zwischen Savanne und Sahara Sand ein Farbton. Das tue ich mir jetzt hier hinten noch so ein bisschen drumschlingen. Man könnte das Ganze jetzt natürlich auch in bunt gestalten, indem ihr die Blätter dann bunt einfärbt oder eben schon aus einem Designerpapier ausschneidet, wo schon bunt ist. Dann sieht die ganze Karte auch nochmal anders aus. Also man ist da auch wieder flexibel, was das Design angeht. Aber ich fand eben jetzt diese Kombi aus Weiß und Kraftpapier und ein bisschen Espresso ganz schick, ganz elegant.
So, jetzt habe ich mir das hier hinten einmal dran fixiert. Und jetzt kleben wir uns den Fuchs auf. Und wie gesagt, den würde ich jetzt auch nicht 3D kleben. Der ist ja schon 3D sozusagen. Aber ihr müsst halt eben gucken, dass ihr hier diese Seitenflügel so ein bisschen mit aufklebt. Ne? Also guckt, wo ihr den haben möchtet. Dann unten einfach flächig kleben. Wenn ihr den so ein bisschen schräg setzt, dann sieht es noch mal ein bisschen dynamischer aus, auch vom Verlauf her, von der Ranke. So, gut festdrücken. Und für die Seiten nehmen wir Klebepunkte. Wo habe ich sie hier? Dann kleben wir uns das so ein bisschen seitlich nach unten. Einmal hier an den Rand. Auch gut festdrücken. Und hier nochmal. So. Und damit bleibt dieses Gesicht dann auch geöffnet. Hat dann nochmal eine Orientierung. Und jetzt kleben wir uns mit Dimensionals noch den Spruch hier unten quer drauf. Und fertig ist diese Karte. Und wie gesagt, ihr könnt sie als Karte nicht verschicken, aber verschenken. Und ja. Oder ihr macht es dann eben, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich zeige es euch gleich nochmal. Den Spruch hier platzieren. Die Kordel kann ruhig auch ein bisschen länger bleiben. Es muss nicht immer alles exakt abgeschnitten werden. Und damit ist die Karte dann an sich fertig. Ihr habt eben dieses Fuchsgesicht. Und ihr habt eben diesen schönen Verlauf mit den weißen Blättern. Und wie gesagt, man könnte es auch auf unsere Schachteln eben einmal aufbringen als Deko. Und dann hätte man eine wirklich schöne Geschenkverpackung. Genau. Alle Maße, alle verwendeten Produkte findet ihr auf meinem Blog www.stempelbunt.de. Ich bin gespannt, ob ich euch mit diesem kleinen Fuchs inspirieren konnte, ob ihr es nachbastelt, wie ihr das findet, ob das überhaupt euren Geschmack trifft. Würde mich freuen, wenn ihr mir da mal Feedback geben könntet. Und ansonsten, ja, läuft ja unser Mini-Katalog noch und es gibt das Paper Pumpkin Set Feiere die Tintenkunst, also Grüße in Color heißt es ja. Das gibt es zu kaufen und es gibt auch ein tolles Weihnachtsset, Verspielte Weihnachten. Das findet ihr auch im Mini-Katalog auf der Seite 6 und das könnt ihr online oder über mich dann eben ordern. Genau, soweit von mir. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Wir sehen uns im nächsten Bastelvideo. Bleibt gesund und bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.